Hallo, ich bin Klaus-Dorf Juna, Ausschussvorsitzender des Ausschusses für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung. Ich wurde von vielen Bürgern angesprochen, was gerade geschieht zwischen Rengspark und Bahnhof. Da sind diverse kriminelle Vorgänge, da sind die Leute sehr beunruhigt. Deswegen bin ich heute hier bei einem Betroffenen, Herrn Kitay vom Imbiss Floria, und habe mit ihm gesprochen und mir seine Lage angehört. Und ich habe ihm angeboten, dass er in den Ausschuss kommt, zur nächsten Ausschusssitzung. Und dort wird auch die Polizei anwesend sein und dann kann die Bürger, also die Betroffenen, mit der Polizei in Dialog treten und sich ihre Sorgen, Nöte, Anregungen kundtun. Und die Polizei wird mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist sehr sinnvoll, denn wir sollen nicht nur übereinander reden, sondern miteinander, und nur so können wir es schaffen. Hallo, Ferhat mein Name, ich arbeite bei Phoenix Frisur Neumünster und wir haben immer Probleme mit den kriminellen Leuten hier. Die Drogen verkaufen und die klauen immer Sachen hier, und ich hoffe, dass die Polizei mehr kontrollieren solche Sachen.